Hey Leute, der Guy, willkommen zu einer neuen Folge von Maiko Civilization. Ich kann es irgendwie nicht auf mich sitzen lassen und ich habe auch gesehen, dass das Spiel eigentlich noch ein Ticken weitergeht, als wir es beim letzten Mal geschafft haben. Von daher versuchen wir es jetzt nochmal. Diesmal gehen wir es alles ein bisschen langsamer an, in der Hoffnung, dass wir uns da nicht komplett in den Ruin treiben. Ein Dude können wir noch machen. Upp. So, nach dem Feuer kommen die Werkzeuge. Oh. Und dann können wir hier vorher die Hütte bauen. Ja, ich finde es auch immer voll cool, dass dann so im Hintergrund alles immer mehr mitwächst. Echt cool gemacht. So, jetzt haben wir hier so einen Arbeiter. Das heißt, das geht jetzt alles auch ein bisschen mehr automatisch. Beziehungsweise können wir uns hier um die Hütten kümmern. Muss alles immer so ein bisschen im Balance sein. Ihr dürft nicht zu viel freie Hütten haben oder zu viel Leute und zu wenig Hütten. Immer so ein bisschen im Balance. So, als nächstes die Speerleute. Dann haben wir hier noch die 20 Dudes. Und dann kriegen wir einen Bonus in Forschung. So, wir brauchen mehr Leute. Ja, je mehr Leute wir haben, umso schneller geht die Forschung. Und zack. So, und als nächstes machen wir erstmal. Wir machen erstmal das hier. So, mit dem Speertypi. Erstmal hier rumgehen. Düdelün. Upp. Defeat Mordi once. Okay, da müssen wir aber erst stärker werden. Multiple Quest können be started, ja, kennen wir schon. Ja. So, und jetzt haben wir hier unseren ersten Dude freigeschalten. Oder Jordan Kingman. So, mehr Damage und. Oh, wenn wir eine Baracke haben, kriegen wir Steine. Aber ich glaube, das ist zu spät alles. Ehe wir hier Baracken haben, das dauert ja noch ein bisschen. Dann machen wir noch mal ein paar Hütten. Und dann machen wir hier die Forest-Hütte. Die kommt hier hin. Mal drauf achten. Zack, da ist er. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen miese. Oh ne, die Kannibalen. War oder ab zum Krieg. Oh shit. Die, da hätten wir, glaube ich, doch noch mal ein bisschen abwarten sollen. Durch den Stun könnten wir es tatsächlich schaffen. Komm schon. Nein. Oh shit. Knapp.
So, wir haben die Crisis geschafft. So, hier haben wir leider nur einen Common Lore-Boy. Das Lore-Hero. Noch mehr Stun, aber 15% mehr Nahrung. Das nehme ich. Und dann nehmen wir Kettle. Nehmen wir erstmal Kettle. Der Spearman kann wieder voll. Ja, wir brauchen hier mehr Nahrung. Reach 100 to gain another worker. Ja. Dauert aber noch ein bisschen. So, dann machen wir das Ding noch. Mache ich schon das nächste starten. Und das Ding können wir uns ruhig noch aufheben. So, wir kriegen immer mehr Leute hier. So, wir müssen einmal diese Dings besiegen. Hier, wenn wir die Baracken kriegen, dann kriegen wir Stein. Das nehmen wir jetzt mal. Da können wir... Achso, das geht nicht wegen dem. Okay. Ja, wir brauchen unbedingt Steinproduktion. So. So, Breakthrough Oasis. They possess technology you don't have. Schade, dass wir noch kein Gold haben, ne? Aber nehmen wir das. Click Heat. So, das. Die 100 haben wir geschafft. Dann würde ich jetzt aber sagen, machen wir jetzt einmal diese... Die Typen hier. Und wir haben einen Rare Leader. Oh, wir kriegen mehr Holz pro Klick. Nehmen wir den. Genau, Turn on Leader Ability, but watch out for negative effects. So. Und Klick per Cost. Zählt es hier mit zu? Nee, okay. So, das wird gemacht. Das heißt, wir können hier ein bisschen mitklicken. Das so dann. So. Das. Easy. Okay. Wieder einen Typen bekommen. So, was haben wir jetzt hier noch? Oh ja. Wir sollen die Barbaren noch besiegen. Hier haben wir einen Belief Hero.
Vor 2 Sekunden. Und auch wenn Barracks sind, kriegen wir auch noch mehr Steine. Na, hier verlieren wir halt die Nahrungsproduktion. Aber ich würde den trotzdem... Ach, es geht nicht. Der kann nur da rein. Na gut, der hat einmal 7 mehr. Das ist tatsächlich ein Ticken besser. Ja. Was? Also ihn haben wir noch hier. Lucille, Common Economy Hero. Boah, wir kriegen Holz. Ziemlich viel. Und plus 30% Nahrung. Boah, krass. Nehmen wir. Das geht jetzt doch etwas schnell, ne? Ah, wir haben super viele Häuser, ne? Von daher alles schicki. So, hier könnten wir jetzt Holz bekommen, aber dafür steigt das Risiko. Müssten die eigentlich nur angreifen hier? Machen wir mal das. Und das. Ja, wir brauchen das Ding hier. Unbedingt die Baracke, ey. Hey, die Barbaren, warum? Greifen die einfach so an? Quatsch. Jetzt einfach so angegriffen? Ist ja interessant. Das haben wir geschafft. Da kann man nichts mitmachen, ne? Shit. Was kann man jetzt noch? Encampment. Mal so machen. Ups, sorry. Und jetzt tatsächlich Steine. Vielleicht kommen die Typen hier. Das können wir starten. Alter. So. Investor Tribe. Wir kriegen ganz viel Gold. Ne, wir nehmen mal das. Jetzt können wir 3 von den Dingern haben. Charles Bull, Next Attack, das ist eine 200, haben wir schon gemacht. Das noch einmal, dann haben wir das. Ist immer noch normal. Ich lass mal den Stun. Nehmen wir die Granary. Ja, mit dem Fort hier müssten wir es eigentlich schaffen. Kommt denn der nächste Walker bei 300 erst? Oh Gott. So.
Aber jetzt müssen wir aufpassen, wir sind hier schon ein bisschen zu doll am Klicken. So, das haben wir. Das wäre cool, wenn wir das noch kriegen. Oh shit. Kriegen Vagabunden und ein War Crisis startet. Jetzt haben wir gerade alles verschwendet, ne? Na komm, go. Oh shit. Oh shit. Das tut doch ein bisschen mehr weh. Schaden. Verdammten Barbaren. Kriegen wir aber hin. Bam. So, oh, und das nächste kommt. Die Pocken. Scheiße. Das ist kacke. Mal ganz kurz gucken, haben wir hier irgendeinen coolen? Möchte leider nicht. Verstehe dieses Prinzip hier nicht. Okay, die Pocken, ey, die haben mich beim letzten Mal schon kaputt gehauen. Ich glaube, da wollten wir zu viel auf einmal. Und hier meine Klickrate ist auch zu viel. Uiuiui. Axt. Ich schaff's nicht. Verdammten Pocken. Ja, die Archer sind schon echt gut, ne? Aber wir kriegen es hin, aber wir klicken uns hier echt zu Tode, ey. Au. Das können wir noch machen. 300% Schaden. So, und jetzt aber. Kein Free Space. Nein. Oh. Boah, es geht gleich weiter. Was? Leute, macht's doch nicht so schwierig. Ja,
Wir haben gleich nochmal die Hütte hier. Eieiei. Ja, kein Free Space. Nein, mein Dings wurde kaputt gemacht. No. Okay, wir sollten nie zwei gleichzeitig machen, glaube ich. Blau. So, bitte. Lass mich jetzt mal in Ruhe hier. No. Overuse of clicking create risk of uprising. Ja, ja, ja. Alles klar. Ich klicke ja schon nicht mehr. Aber wir haben keine Hütten mehr. Also keinen Platz. So, collect. Oh, wer ist das? Unique Leader. Der kommt da rein. Unique Skill. Mhm. 30 pro Klick, wir kriegen. Komm, den müssen wir reinmachen. Lassen kommen. 80% Damage durch Stolen des Dings, bla bla bla. Das ist Elite, das ist kommen. So. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder klarkommen. Also wir brauchen unbedingt erstmal das hier. Jedes Klicken runter. Nee. Und das ausmachen. Dann geht's runter. Okay. So, hier wollen wir mehr Geld kriegen, aber Uprising. Nee, das wollen wir nicht. Wir machen das erstmal wieder ganz. Wir müssen den Heat erstmal wieder runtergehen lassen hier. So, hier. Convert to Village. Wenn wir Leute kriegen, das können wir ja mal machen. Aber erstmal lassen wir jetzt das Heat hier runter ticken. So, leider wachsen wir nicht so dolle. Marketplace Breeding. Das ist gut. Okay. Click to use charge. Kriegen super viel Nahrung. Das wollen wir aber erstmal nicht. So, was? Granny increase the amount of soul that you can keep. Okay. So. Die Windmühle. Die bräuchten wir auch. Das Klicken geht langsam runter.
Aber wir klicken jetzt erstmal nicht. Wir lassen das runterticken. Dann können wir das hier wieder aktivieren. Und der klickt automatisch. So, jetzt kriegen wir ganz viele Leute. Haben aber nicht genug Space. Ups. So, das wird jetzt schon mal weniger. Ja, durch die Vagabunden haben wir auch eine erhöhte Krisengefahr. Das wollen wir auch runter machen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Space. Das sieht aber jetzt ganz gut aus. Und dann können wir langsam wieder das hier machen. Mhm, mh. 20 Quests have 3 Fort Units. Oh fuck, die Plage, natürlich. So. Ah, ist das schon wieder ärgerlich. Hätten erstmal alles aufbauen sollen, aber gut, die, das ist einfach so getriggert. Da können wir jetzt nichts für. Und wieder ein paar Leute verlieren, leider. Researching Revolution Science create risk of social crisis. Ja. Bisch. So, einen noch, glaube ich, dann haben wir's. Autsch. 50 Leute verloren. Das Klicken muss erstmal wieder runter. So, warte mal, Collect. Wenn wir jetzt die 4 hier reinmachen, brauchen wir Kohle und wir würden nur einen Elite-Dude kriegen. Da hätten wir dann aber auch 4. Okay. Okay, langsam habe ich es raus. Wir haben noch Space, wir haben keine Dings mehr. Wie erforscht er automatisch? Ich habe das gar nicht angeklickt. Ich wollte eigentlich erstmal warten. Ja, wir müssen da durch. Lumbermill. Increase Efficiency. Wir machen mal das erst. So. Machen wir den Markt. Dann sieht es gerade alles gut aus. Wir müssen jetzt uns mal kurz wieder sammeln hier. Bevor wir jetzt irgendwas weitermachen. Klicken tut schon wieder weh. Die Windmühle. Overclicking. After the market charge, any following workshop charge will be converted to gold. Unbedingt erstmal ein paar Hütten. Ui. So, damit haben wir genug Hütten. So. So, als nächstes nehmen wir das hier.
brauchen Steine. Lumbermill. Okay. Ja, wir kommen jetzt hier irgendwie erstmal nicht weiter, aber wir müssen erstmal alles wieder ein bisschen aufbauen, verbessern. Das können wir schon mal steigern. So, Heat Level ist okay. Hütten haben wir noch. Dann machen wir jetzt erstmal Overclicking. So, was können wir als nächstes machen hier? Das ist hart, das ist normal. Will ich lieber ein Forest haben oder will ich lieber das haben? Wir machen die mal fertig hier. Oh shit. Einem Schwung. Da ist der Quarry, aber wir brauchen kurz mal ein paar Hütten. Oh, das sollte reichen. Dann machen wir erstmal das. Vielleicht kommen die Mammuts. Das müssten wir aber eigentlich hinkriegen hier. Ups. Quarry. Daily Crisis. Wo wir starven? What? So, nix mit Starven. So, ich brauche mal ein bisschen mehr Kohle. Mehr, ey, ist krass. So, aber das ist jetzt hart. Convert to Fortress. Oder wenn wir angreifen, kriegen wir mehr Steinproduktion. Wenn Windmühle aktiv ist, plus 9. Ah, die Barbaren. Ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen. Overclicking. Warte mal, wir machen noch das Fortress ein bisschen. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Müssen wir noch das Ding fertig kriegen, dann wäre tippitoppi. So, wir warten mal, bis wir wenigstens 1000 Gold haben. Damit wir die Quest haben.
So. Und noch irgendwas, was wir bauen können? Wir können jetzt das Ding hier bauen. Abode. Kostet Stein. Ja, da passen mehr Menschen rein. Apropos Menschen. Ja, hier overklicken schon wieder so ein bisschen. So, wenn die hier raufgehen, dann kriegen die Schaden und es ist geblockt. Und hier auch. Uff. Ich glaube, wir brauchen trotzdem nochmal. Bam. F. Uff. So, hier kommt noch ein Schild. Das müssten wir eigentlich schaffen. Ey. Ach, da haben wir eine Phalanx. Ah, okay. So, da müsste aber jetzt hier nochmal Schaden kriegen. Puff. Ne, er kriegt keinen Schaden. Okay. Puff. Und die Phalanx. Bom, bam. So, wir haben Gold fast voll. Oh, wir sind ziemlich am Arsch hier. Der macht hier schon wieder eine Forschung, die ich eigentlich gar nicht will. Ach, shit, ey. Vagabunden, wir brauchen mehr Häuser. Wenigstens so für 60 Leute. So. Das müsste reichen. Dann machen wir jetzt lieber immer noch das Quarry. Oh nein! Uff. Dann müssen wir die Phalanx doch wieder machen. Ups. Wollte ich nicht. Das wird teuer. Das wird teuer. Aber wir haben ja die Forschung gleich geschafft. Können ascend. You can now ascend your selection to earn permanent upgrades. Keep all heroes. Was dafür mehr Klicks. Vielleicht können wir hier noch was schaffen von den Dingern. Also wir können hier 20 Sekunden Zeit uns erkaufen. Oder auch nicht. You can build the first level Babel Tower during the Endgame Challenge. Okay. Oh mein Gott, das macht überhaupt keinen Schaden. Na ja, komm, denn das senden wir. Babel Tower Levels 5. Workshop Levels. Corruption overcome. Mhm. Schade. Mhm. Oh mein Gott, wir können hier noch Sachen verbessern. Können wir mit mehr Gold starten.
Base Damage. Dann machen wir mal das und das. Und das. Dann. Dann. Dungeon complete. Time to revert. Okay. Und dann würde es wieder von vorne aufgehen. Aber diesmal haben wir all unsere Champions hier. Interesting. Das Spiel wird echt immer interessanter. Ich dachte wirklich, das war's schon erstmal mit der Demo. Aber es geht immer noch weiter. So, die müssen wir alle mal... Haben wir noch Gold? Nee. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal nochmal kurz einen Cut rein. Und gucken uns in der nächsten Folge nochmal einmal. Ich versuche nochmal die ganzen Quests und alles ein bisschen besser zu schaffen. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Power. Das heißt, wir schaffen jetzt, ist wie so ein Roguelike wieder ein bisschen mit drin. Jetzt schaffen wir quasi ein bisschen mehr als vorher. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.